Bewegungsmangel im Alter führt oft dazu, dass Senioren früher von Krankheiten betroffen sind. Risiken für zum Beispiel Diabetes, Herzleiden und Krebs nehmen zu. Zudem vereinsamen ältere Menschen häufiger. Die Lebensqualität sinkt. Dabei ist es relativ einfach, gesund und glücklich bis ins hohe Alter zu bleiben, weiß Inga Glawe, Fachexpertin für Prävention bei der Siemens Betriebskrankenkasse. Um Bewegungsmangel vorzubeugen, ist die Vereinsamung eigentlich genau das, was man umdrehen muss. Wenn man Spaß an etwas hat, dann macht man das auch gemeinsam mit anderen Menschen. Es ist einfach diese soziale Interaktion, es ist Spaß an der Sache und dadurch bewegen sich die Leute automatisch mehr. Das bestätigen auch diese rüstigen Senioren. Ich bin überall dabei, ich mache alles mit, was geht. Also ich bin sehr zufrieden. Man muss ja immer auf die Füße sein. Ne? Ist gut für die Bewegung, für die Beine und Muskeln. Das ist prima. Als erste deutsche Krankenkasse bietet die Siemens Betriebskrankenkasse Senioren in Pflegeheimen die digital gestützte Lösung aus den Niederlanden an. Dieses therapeutische, computerbasierte Bewegungsprogramm heißt Silverfit und bedeutet mehr Bewegungsmöglichkeiten, mehr Motivation und ein gemeinsames Miteinander. Joris Wirsinger, Mitgründer von Silverfit, erklärt, was es damit auf sich hat. Silverfit ist ein digitales Programm, speziell gemacht für ältere Leute, sodass sie Bewegungen ausführen, die sie normalerweise nicht mehr machen. Die sogenannten Exergames von Silverfit verbinden verschiedene Bewegungsformen mit Spaß und Motivation. Die Senioren radeln zum Beispiel auf einem Ergometer und auf dem Monitor läuft dabei digital ein Video, in dem der Benutzer in einer zuvor ausgewählten Stadt unterwegs ist. Wir sehen mit Silverfit, dass die Leute sehr motiviert sind. Sie kommen oft und sie trainieren sehr lange. Und wir sehen auch, dass es ein Gruppeneffekt ist. Das heißt, es wird ein soziales Interaktion und man macht da dann zusammen, das macht Spaß. Und wir können dann zeigen, dass die Leute sich sehr viel besser fühlen, wenn sie geübt haben. In verschiedenen Bewegungsspielen kräftigen die Senioren zum Beispiel Muskeln in Armen und Beinen. Das alles mit Hilfe einer 3D-Kamera. Doch wer kann die Bewegungsspiele von Silverfit überhaupt nutzen? Mit Silverfit können wir Übungen anbieten für fast jede Person. Wir haben auch Spiele für Rollstuhlfahrer und wir können Spiele machen für Leute, die nur den Kopf bewegen können zum Beispiel. Positiver Nebeneffekt für alle Trainierenden, die grobmotorischen Fähigkeiten verbessern sich. Die Senioren merken nicht einmal, dass sie etwas für ihre Gesundheit tun. Diese Form der gemeinsamen Bewegung beugt der sozialen Vereinsamung vor. Zukünftig soll Silverfit in immer mehr Pflegeeinrichtungen angeboten werden. Ach, ich mache eigentlich alle Spiele, weil es nicht langweilig wird. Das ist das Gute. Das finde ich auch ganz lustig, das mit dem Fuchs. Einsam kann man sich dann nicht fühlen. Übrigens für alle Senioren, die ohne Silverfit aktiv sein möchten, gilt. Moderate Bewegungen wie Gehen, Schwimmen und Fahrradfahren täglich sind für sie am besten geeignet. Ebenso sollten Beweglichkeit und Balance berücksichtigt werden. Ergänzend hilft maßvolles Krafttraining. Für Senioren ist Krafttraining nicht ins Fitnessstudio gehen und Gewichte stemmen, sondern für Senioren, die brauchen Alltagsbewegungen, die sie dann zum Krafttraining animieren. Also es kann Aufstehen und Hinsetzen sein, zum Beispiel, dass man diese Bewegung öfters trainiert.